Herzlich willkommen bei Wirtschaft TV. Wir sind hier auf der Investmesse in Stuttgart und wir sprechen mit Markus Miller, Gründer von CryptoX. Wir möchten gerne über das Bankenbeben sprechen, was in den USA losgetreten worden ist. Was glauben Sie, wird das über den großen Teich nach Europa rüberschwappen? Ja, im Prinzip, es ist ja schon nach Europa rübergeschwappt durch die massiven Auswirkungen, die wir derzeit sehen bei der Credit Suisse, wobei das jetzt keine Folge ist des Bankenbebens in den USA, sondern ein hausgemachtes Problem, das über viele Jahre aufgebaut wurde und das sich jetzt natürlich in einem Riesenschlag entlädt. Aber gehen wir mal auf die Frage, auf den Ursprung zurück, also Bankenbeben in den USA. Ja, wir haben eine massive Verwerfung im US-Bankensystem. Und das hat natürlich Gründe, die jetzt in der Makroökonomie liegen, in der Inflationsbekämpfung der Federal Reserve, die die Zinsen eben innerhalb kürzester Zeit ganz massiv angehoben haben. Und ganz offensichtlich haben einige Banken hier ihre Hausaufgaben dahingehend nicht gemacht, dass sie auf steigende Zinsen einfach nicht vorbereitet waren. Und es sind jetzt hier drei Banken zu nennen. Mittlerweile sind sogar vier Banken. Also die größte Bank, die hier betroffen ist, ist eben die Silicon Valley Bank. Eine Bank, die man vielleicht hier in Europa auch gar nicht so gehört hat bislang. Silicon Valley kennt natürlich jeder, die Heimat der US-Technologieunternehmen. Aber diese Silicon Valley Bank, die hat eben in den letzten Jahren sehr, sehr viele Einlagen hereinbekommen durch den Boom auch der Technologieunternehmen. Die hat Kredite vergeben an die Technologieunternehmen und weil sie sehr viel überschüssiges Kapital auch gehabt hat, hat sie dieses Kapital langfristig angelegt, weil in der Niedrigzinsphase, in der Nullzinsphase gab es eben auf diese kurzfristigen Einlagen keine Zinsen, also hat man es langfristig angelegt, allen voran in US-Staatsanleihen. Und jetzt ist eben der Effekt eingetreten, dass mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine die Zinsen massiv gestiegen sind aufgrund der steigenden Inflation, die Fed die Zinsen angehoben hat. Und das hat eben dazu geführt, dass langlaufende Staatsanleihen, US-Treasuries in ihren Kursen massiv eingebrochen sind. Und das ist so lange kein Problem, als dass man nicht verkaufen muss. Weil solange Amerika solvent bleibt, zahlungsfähig und solange die Kunden das Geld nicht abrufen, ist es kein Problem. Man kann die Anleihen behalten bis zur Fälligkeit, dann sind sie wieder bei 100%. Aber jetzt kommt eben das Problem, aufgrund der Technologieaktieneinbrüche haben eben viele Startups, die hier finanziert worden sind, auch neuen Liquiditätsbedarf gehabt. Den haben sie abgerufen und dadurch musste die Silicon Valley Bank Anleihen verkaufen mit hohen Verlusten. Das hat eine Vertrauenskrise ausgelöst. Es kam zu einem Bankrun und dann gab es eben so einen Teufelskreis Domino-Effekte, dass eben das in die Insolvenz dieser Bank mittlerweile geführt hat. Und das ist natürlich was ganz, ganz Dramatisches im Hinblick auf die Dimensionen, weil das jetzt nicht irgendeine Nischenbank, sondern das ist die, oder das war die 16. größte Bank der USA und es ist der größte Bankenzusammenbruch seit der Finanzkrise, der zweitgrößte Bankenzusammenbruch seit der Finanzkrise im Jahr 2008. Und das hat jetzt eben weitere Folgeeffekte, allen voran im US-Bankensystem. Weitere kleine Banken, die auch stark im Technologiesegment aktiv waren, sind mittlerweile auch in Insolvenz gegangen. Also Silvergate Capital, die Silvergate Bank und die Syndicate Bank, das sind jetzt eher so Nischenplayer. Die First Republic Bank, eine Regionalbank, hat es auch erfasst. Und es besteht jetzt eben die große Gefahr, dass das, was damals mit Lehman Brothers passiert ist, dass es eben Ausweitungen hat, Ansteckungsgefahren auf das gesamte Bankensystem. Die USA haben jetzt versucht, dem sofort Einhalt zu gebieten, indem sie eben einen Bailout gemacht haben. Das heißt, der Staat, der Steuerzahler Amerikas, hat all diese Banken retten müssen, hat diese Banken gerettet, um eben die Ansteckungseffekte zu vermeiden. Aber es ist jetzt eben nicht gesagt, dass es nicht so weitergeht, weil irgendwann werden die Rettungsmechanismen nicht mehr greifen können, also wenn die Vertrauenskrise schlimmer wird. Und in Europa sehen wir natürlich auch im Auge des Orkans eine ganz, ganz große Bank, eine systemrelevante Bank, die Credit Suisse. Hier ist eben ein anderer Grund zu nennen, hier ist nicht primär das steigende Zinsniveau, das diese Bank belastet, sondern all die Skandale der letzten Jahre. Und jetzt kam so ein Tropfen auf einen heißen Stein oder ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, dazu. Nämlich ein Vertreter einer Bank aus Saudi-Arabien, die bei der Credit Suisse
einer der Hauptgesellschafter ist, also der Hauptaktionäre, hat Bloomberg TV ein Interview gegeben und hat eben gesagt, dass man aufgrund der regulatorischen Vorschriften und aufgrund der Rahmenbedingungen keine weitere Investitionen in die Credit Suisse plant. Und daraufhin ist der Aktienkurs dieser Bank um 30% an einem Tag eingebrochen. Die Bank notiert sowieso bei rund 90% Minus von ihrem All-Time-High. Also auch eine existenzielle Maßnahme oder eine existenzielle Entwicklung mit einer weiteren Gefahr, dass jetzt noch mehr Kunden Gelder abziehen. Dann, weil die anderen Banken in Europa sind wieder mit der Credit Suisse verflochten. Also hier kann es auch ganz, ganz große Folgeeffekte mit sich bringen. Und hier hat eben die Schweizer Nationalbank eben eingegriffen und diese Credit Suisse eben massiv mit Liquidität geflutet, mit einem Notkredit, der abrufbar ist, in Höhe von 50 Milliarden Schweizer Franken. Eine gigantische Summe. Die Marktkapitalisierung der Credit Suisse ist weitaus geringer. Also auch hier bleibt eben abzuwarten, wie geht das Ganze weiter. Insgesamt muss man sagen, es sind bedenkliche Entwicklungen. Wir sehen derzeit Bailout, Maßnahmen, dass der Staat rettet. Wenn das nicht mehr weiter funktionieren wird, dann wird es Bail-in geben. Und Bail-in heißt, die Bankkunden, die Aktionäre, die werden mithaften. Bei den US-Banken haften die Aktionäre sowieso schon dahingehend, dass eben die Aktienkurse komplett verfallen sind, bei der Credit Suisse auch. Aber sollte es mal einen Bail-in geben, dann haften die Bankkunden, auch die Anteilseigner in Form von Anleihen mit. Und das ist eben auch eine ganz, ganz große Gefahr. Deswegen auch meine Empfehlung jetzt zum Abschluss dieser Ausführungen, breit diversifizieren. Wir sind ja hier in Stuttgart, in Schwaben. Wer streut, rutscht nicht aus. Das ist so meine Devise. Also Diversifikation über Anlageklassen, Diversifikation über Zeiträume. Zeitraum schlägt Zeitpunkt. Auslandsbankkonten suchen, außerhalb der Systeme auch der Europäischen Union. Breit diversifizieren, auch in andere alternative Anlageklassen, wie beispielsweise intrinsische Sachwerte wie Gold, Edelmetalle, physisches Gold oder auch natürlich digitales Gold, der Bitcoin. Und wenn man sich jetzt die Kursentwicklung auch des Bitcoin in der letzten Zeit nach diesem Bankencrash oder nach diesen Bankenverwerfungen anschaut, sieht man auch, dass eben von Anlegern ganz offensichtlich derartige alternative Anlageklassen gesucht werden als Kapitalschutzinvestments. Herzlichen Dank für diese Einschätzung, Markus Miller, Gründer von CryptoX. Sehr, sehr gerne.